Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24 von Let's Play Apartment Nummer 4. Wir haben Freitagmorgen und Amy ist schon weg zur Arbeit. Die anderen haben nachher Schule und sollten vielleicht was frühstücken. Marie, du bist noch am wachsten. Mal gerade gucken. Ich glaube, wir haben nicht mehr so furchtbar viel zum Frühstücken im... Ja, nee. Du könntest mal Frühstück servieren. Eier und Toast. Und ich werf das hier mal gerade weg. Okay, ich glaube, so ein bisschen Eier und Toast haben wir noch. Nein, noch zweimal Grillkäse. Na, siehst du, das ist ohnehin nichts unbedingt fürs Frühstück. Verdorbenen Obstsalat hast du auch noch in der Tasche. Okay. Genau, dann mach das mal. Das ist doch schon mal alles ganz gut. Oliver hat gestern beim... Also ich habe den gestern Abend hier noch die Pflanzen gießen lassen. Der hat Level 2 der Gartenarbeitsfähigkeit erreicht. Wo sind wir hier? Da. Ja. Das heißt, der wird morgen befördert, wenn er es hinkriegt, rechtzeitig zur Arbeit zu gehen und so. Und dann sollte das eigentlich ganz gut sein. Amy ist inspiriert zur Arbeit gegangen. So hoffe ich sehr, dass das hier jetzt funktioniert mit der Beförderung. Sonst würde ich vielleicht einfach nochmal die Mixen-Fähigkeit erhöhen bei ihr, weil... Ich weiß nicht, ich glaube, bei der letzten Beförderung war das als Voraussetzung so ein Ding und vielleicht wird uns das einfach nur nicht angezeigt, aber es ist trotzdem eine Voraussetzung, das weiß ich nicht. Habt ihr eigentlich andere Bedürfnisse, außer dass ihr was essen wollt? Margot braucht Spaß, ne? Aber sonst ist es bei euch auch eher so der Hunger. Wie geht's denn hier? Schatzi, magst du mal aufs Töpfchen gehen, bevor es zu spät ist? Mit Margot über Lieblingstier reden, klar kannst du das machen. Bist du eigentlich mit denen jetzt schon befreundet? Wurde nicht befördert. Dann sollten wir vielleicht wirklich mal die Mixenfähigkeit nochmal erhöhen. Okay, Du isst. Hast du auch Hunger? Du könntest vielleicht... Macht dir Lesen eigentlich auch Spaß? Dann würde ich vielleicht ein Buch kaufen über Mixen. Über die Mixfähigkeit. Dann könnte sie das vielleicht lesen und gleichzeitig da so ein bisschen noch ihre Kompetenzen aufbauen sozusagen. Und dabei Spaß haben, das wäre natürlich echt gut. Oder muss man dafür Bücherwurm sein, damit das einem Spaß macht? Das weiß ich gar nicht. Geschicklichkeit, Gitarre, Gourmet, Küche, Gärtnern, Klavier, Kochen, Kräuterkunde, Logik, Malen, Mixen. Ja. Ja. Mach das doch mal. Wenn es nicht zu viel Mühe macht. Du kannst aber danach was essen, ne? Ja. Wunderbar. Ich glaube, ich habe bei Amy damals sehr lange überlegt, ob ich sie nicht zum Bücherwurm machen soll. Und habe mich dann doch dagegen entschieden, aber deshalb denke ich die ganze Zeit, sie wäre Bücherwurm, weil das irgendwie so mal im originalen Plan, im ursprünglichen Plan drin war. Aber Marie ist ja schon Bücherwurm und Oliver ist schon Genie und das war mir dann alles so zu viel und ne. Ja. Ich finde den Gewürzmarkt ja wirklich schön, gerade weil ich immer vergesse, die Wände nach oben zu ziehen und dann, ja. Abwarten, was geschieht. Gibt es irgendwie ein Problem bei dir, Marie? Ist einfach, Kind, ist einfach. Was möchtest du hier? Spielzeugkiste kaufen. Spielzeugkiste haben wir schon. Spielzeugkiste kaufen. Spielzeugkiste haben wir schon. Über Kochen reden. Klar. Warum auch nicht? Okay, du gehst jetzt schon zur Schule. Naja. Du bist auch satt genug. Du kannst auch zur Schule.
Ebenso wie du brauchst nicht aufräumen, das können wir gleich ja machen. Ihr geht zur Schule, wunderbar. Und ihr seid traurig, weil ihr nasse Sachen anhabt. Vielleicht haben wir den Trockner zu früh ausgeräumt. Das kann alles sein. Du gehst nicht zur Schule. Und guck mal, dein Spaß wird davon aufgebaut. Wie super! Und deine Fähigkeit auch. Die gehen zur Schule. Mein Gott, Leute. Das ist ein Morgen wie im Bilderbuch. Das freut mich natürlich sehr. Ich glaube, hiervon war nicht mehr wirklich viel übrig. Das können wir ruhig so machen. Und Isa, was läufst du da draußen rum? Ist alles okay? Ich kann den Teller nirgendwo absetzen. Magst du noch ein bisschen weiterlesen? Wo hast du das Buch hingetan? Ach, da. Möchtest erst aufräumen? Ja, von mir aus. Kannst hier mal aufräumen, da mal säubern und da mal lesen. Wer ist da? Justice, Bobby kommt nicht mehr. Nie wieder. Wenn du fertig gegessen hast, magst du danach mal ein bisschen umarmen. Wer ist da? Chili. Naja. Streicheln. Reden. Umarmen. Dachtest, Billy, doch, das ist die Katze, die wir adoptieren wollen. Oder? Ich sag immer Bobby, was ist eigentlich Billy? Ich glaube, das ist die Katze, die wir. Das ist der Direktor. Wir müssen nachher mal unser Handy nochmal stumm schalten. Gestresster Lehrer. Aufgetragene Aufgaben erledigen. Leistungsverbesserung klein von Margot. Oh. Da, adoptieren, adoptieren. Meine Katze. Nein, Billy, sprich mit uns. Danach kriegst du auch Futter für immer und ewig. Ich schwöre das. Der Marie. Test wiederholen. Bücher, wir haben 200 Simoleons bekommen. Sehr gut. Können wir dich jetzt adoptieren? Weil dann würde ich gerne auch. Ja! Oh Gott, wie heißt der mit Nachnamen? Ich weiß gar nicht mehr wirklich, außer bei Margot, wie die alle mit Nach. Doch. Steffens, Black und wie heißt ihr mit Nachnamen? Keine Ahnung. Wie sollen wir denn Billy mit Nachnamen nennen? Billy WG-Katzen? Ist ein bisschen dämlich, aber warum nicht? Weil ich meine, es gehört ja zu allen. Oh! Ich würde jetzt hier gerne bei dir mal gucken, ob ich dein Handy stumm schalten kann. Das ist jetzt auch Vibration. Oder? Naja, ist immer noch besser als nichts. So, jetzt würde ich gerne mal, weil es geht mir schon länger so ein bisschen auf die Nerven. Halt, weil immer so viele Katzen da sind und es dann so laut und chaotisch wird und auch das Futter so schnell alle ist und so. Ich würde gerne unser Grundstücksmerkmal hier mal ändern. Hallo? Da, upsie. Das wollte ich doch gar nicht umstellen. So. Das machen wir mal weg. Was könnten wir denn nehmen? Heimisch? Ich würde mal sagen heimisch, weil ich würde sagen, ganz lange war es nicht heimisch für die Leute, die hier gewohnt haben, aber inzwischen ist es doch zu ihrem Zuhause geworden. Von daher finde ich, passt das doch ganz gut. Und du könntest jetzt hier mal Schüssel füllen und dann kannst du selbst mal verwenden und hier mal säubern.
Nee, das können wir auch mal wegwerfen. Oh, wir holen eine Katze. Wir wissen, welche Merkmale Billy hat, ne? Aber warte, du weißt das. Amy weiß das. Territorial, scheu und anhänglich. Oh, oh. Und sie ist läufig. Was ist denn hier dreckig? Ist hier irgendwas dreckig? Ach nein, du bist dreckig. Naja. Kannst danach auch mal duschen und danach kannst du mal Käse essen, Grillkäse essen. Genau. Was möchtest du? Bausteinetisch kaufen. Da würde ich nicht komplett nein sagen, dass wir das nie machen, aber irgendwie im Moment weiß ich nicht, ob wir das unbedingt brauchen, weil ich würde sagen, es. Moment. Ich würde sagen, im Moment ist es so, dass wir eher noch mit, sag ich jetzt mal, so ein bisschen improvisieren. Und ich würde sagen, wenn Lilly schon hier so Klötzchenstapel-Dinger hat, dann braucht sie nicht extra noch den Tisch dafür, wisst ihr? Also so. Das war mein Gedanke dabei. Lilly, hast du eigentlich irgendwelche Bedürfnisse? Nicht so viel, ne? Möchtest du mal der Katze Hallo sagen? Kannst dich da ja mal vorstellen, nachahmen. Vielleicht ist das ja okay. Jo. Das ist doch alles ganz gut. Kannst danach vielleicht auch noch mal ein Nickerchen machen. Du bist so ein bisschen müde. Ah, das ist kaputt. Wisst ihr was? Das ersetze ich. Das kostet so wenig. Und ich habe gerade so keine Lust, das zu reparieren. Hier, Lilly, Tochter der Wildnis, freundet sich mit allen Tieren an. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Oh. John Kessler, du müsstest eigentlich in der Schule sein. Ich sag ja nur. Was tust du da, Mädchen? Das weißt du selber nicht, oder? Schade, dass wir den Katzenkratzbaum verkauft haben. Der wäre jetzt auch hübsch. Ja, aber ich würde sagen, noch ist die Katze okay, auch ohne Katzenkratzbaum. Und ich würde vielleicht als nächstes hier weiter renovieren, aber dafür möchte ich noch ein bisschen sparen. Von daher ist das im Moment nicht gerade an oberster Liste der Prioritäten. Ja, ich spule hier mal ein bisschen vor. Genau. Wo ist Billy überhaupt hin? Ach, da oben sitzt sie. Okay. Brauchst nicht spülen. Brauchst nicht spülen. Geh einfach ein Nickerchen machen. Oder weißt du was, brauchst noch nicht mal aufs Bett. Kannst dich mal auf die Couch legen. Da spielt ja Lilly, das ist ja laut. Oh, legt sich jetzt Billy zu uns. Oh, das finde ich aber süß. Nein. Oh, sie geht zu Lilly. Oh, Billy und Lilly. Eine Liebe für ewig. Und der Mülleimer ist sehr voll.
Kannst mal hier ein Nickerchen machen und dann sind die anderen ja bald auch aus der Schule wieder zurück. Ja. Und Isa ist gestresst. Möchtest du Isa vielleicht mal umarmen, bevor du schlafen gehst? Oh, und Billy schläft dann neben uns so. Dann kannst du schlafen gehen, wenn du möchtest. War einfach, um den Hund ein bisschen zu entspannen. Ich frage mich die ganze Zeit, ob sich das lohnt, sobald wir genug Geld haben, in so einen Mülleimer zu investieren, wie wir den bei der 100 Baby Challenge auch haben. Weil der ist einfach so schnell voll und dann stinkt der und so und das ist einfach nicht so schön. Oh, und jetzt ist Isa wieder glücklich. Oh. 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 Ist das nicht süß? Das ist so süß. Da geht sie schlafen. Isa geht mal nach draußen. Wann kommen denn hier die Kinder mal aus der Schule? Meine Güte. Die müssten jeden Moment eigentlich hier sein jetzt. Haha! John zu sich einladen, klar, warum nicht? So, und ja, das ist der Direktor. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Sobald der nicht mehr anruft, würde ich gerne mit Amy was ausprobieren. So, ich würde nämlich gerne mal um Verabredung bitten. Jetzt, wo nämlich die anderen da sind und die sich so ein bisschen um Lilly kümmern können, würde ich gerne, dass Amy mal ein bisschen geht und sich amüsiert. Möchtest du? Oh, sie ist auf einmal so müde. Ah, das wird dann halt ein kurzes Date. Aber sie hat doch eben war die Energie. Ja, vielleicht. Genau, mit dem wollten wir das nämlich machen. Naja, hoffen wir mal. Wisst ihr was? Die können vielleicht in den Comicbuchladen zusammengehen. So ein spannendes Date zusammen. Das wäre vielleicht ganz schön. Oh mein Gott, ihr wurde abgesagt. Wollte nicht mit uns ausgehen. Das ist jetzt natürlich leicht awkward. Wisst ihr was? Wie geht's euch denn jeweils? Euch geht's ganz gut. Wisst ihr was? Ihr habt hier eine Freundin, die ein bisschen aufgemuntert werden muss. Hey, gehst du zur Toilette? Ich habe dir doch gesagt, du sollst zur Toilette. Oliver, ich habe dir doch gesagt, du sollst zur Toilette gehen. Und danach können die alle vielleicht mal so ein bisschen gemeinsam zocken. Ja, stellen wir das nochmal weg. Das kannst du nach dem Zocken essen. Och, die arme Amy. Och. Hat er vielleicht einfach nur keine Lust auf schon irgendwie ein förmliches Date oder so? Möchte er vielleicht einfach so kommen oder ist das sehr peinlich, wenn wir ihn jetzt einfach so fragen, ob er vorbeikommen möchte? Also mit der WG abhängen, nicht mit uns spezifisch. No. Warte, können wir hier auch mal ein bisschen Romantik haben? Genau. Machen wir das mal so. Ah, okay, ihr macht das. Schäm dich nicht, Amy. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du überhaupt so mutig warst. Wenn er jetzt nicht auftaucht, der Dovi, dann weiß ich auch nicht. Okay, wollen wir jetzt vielleicht alle zusammen was spielen? Okay, wir müssen uns hier entscheiden, wer mitspielt. Dann lassen wir Margot und John mal so ein bisschen für sich, ne? Genau.
Die haben eh nur Augen füreinander. Und ihr fangt jetzt an zu spielen? Okay, ihr spielt jetzt alle. Vielleicht war die Romantik einfach noch nicht hoch genug, dass sie ihn auf eine Verabredung hätte einladen können. Aber ich finde das so ein bisschen dämlich, weil eben man lädt ja Leute ein zu einer Verabredung, damit die Romantik sich steigert. Okay, was macht er hier? Oh, vielleicht ging es ihm auch nur nicht gut. Mal, ob du ihm da vielleicht ein bisschen helfen kannst. Ja, das kann ich verstehen, wenn es einem selbst nicht so gut geht, wenn man dann vielleicht nicht andere Leute treffen möchte unbedingt. Könnten ja mal ein Geheimnis ausplaudern, vielleicht kann sie sowas erzählen. Mir geht es manchmal auch nicht so gut. Und dann könnten wir ihm den Tag verschönern, vielleicht macht das ja besser. Ich würde heute nur freundlich sein irgendwie und nicht romantisch. Ich glaube, das ist gerade nicht so gut. Könnten ihn kennenlernen. Genau. Einfach mal ein bisschen anfreunden. Zuspruch geben könnten wir auch. Kann sie jetzt erzählen irgendwie. Mir wurde mal so das Herz gebrochen und da ging es mir auch überhaupt nicht gut. Und zwar war das natürlich von Lilis Vater. Wenn ihr den Trailer geguckt habt, dann habt ihr das ja auch mit angesehen. Es hat mir fast leid getan zu filmen irgendwie, weil das so grausam war. Können wir ihm mal schmeicheln. Guck mal, und jetzt ist er wieder glücklich. Ist auch nett. Und dann können wir vielleicht ein bisschen lustig sein. Ich meine, immerhin ist ja auch ein Witzbold. Ist doch viel besser jetzt schon. Genau. Oh. Ja, vielleicht können wir an einem anderen Tag mit ihm zu einer Verabredung gehen. Und jetzt ist es wirklich einfach mal. Ich glaube, vorher waren sie auch gar nicht richtig befreundet, oder? Mussten sie erst noch so ein bisschen füreinander aufwärmen. Können wir ein Kompliment übers Outfit machen? Sie wird zwar langsam müde, aber noch hat sie auch Spaß dabei. Das ist doch auch gut. Es war vielleicht so irgendwie, sie hat gefragt, irgendwie, ob er eine Verabredung gehen will und. Er war so, nee, ich möchte nicht, mir geht's nicht so gut. Und sie war so, ey, komm doch einfach so vorbei, ganz ungezwungen in die WG, wir können ein bisschen zocken. Und dann hat er erst zugesagt, aber dann ging es ihm doch nicht so gut. Und jetzt tröstet sie ihn. Das ist doch total nett. Über Spiel reden. Genau. Über Arbeit reden können wir auch mal machen. John geht inzwischen. Ja, mach nur. Jetzt irgendwas gemacht, was peinlich war? Okay, vielleicht jetzt noch. Sie könnten sich mal umarmen zum Abschied und dann sind gute Freunde geworden. Na, seht ihr, darüber spreche ich doch. Der ist auch ein Spinner. Oh. No. Das finde ich aber süß. So, möchtest du jetzt mal was, einfach mal was essen? Reste nehmen und warum gehst du die ganze Zeit so komisch? Meine Güte, möchtest du auch mal Reste essen? Ja? Du kannst mal gerade Billy fragen, was mit ihr los ist, warum es ihr nicht so gut geht. Ah. Wir packen die mal ins Inventar, bis.
Oder weißt du was, lass die einfach stehen. Wir machen die schon irgendwann wieder ganz. Na. Mit Billy Freundschaft geschlossen. Möchtest du vielleicht mit Laserpointer spielen? Da hast du bestimmt auch Spaß. Und guck mal hier. Die beiden, das hatte ich gar nicht vor. Und auf einmal stehen die da wieder und irgendwie sind, schauen sich da verliebt in die Augen. Sowas. Oh, und dieses Mülldings ist schon wieder. Naja, gut. Es ist so viel kaputt, das ist so ein Saftladen. Hier ist es kaputt, die Nachbarn sind laut, das geht kaputt. Das ist irgendwie alles sehr. Fragen wir danach nochmal, was los ist vielleicht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich muss jetzt gehen. Ja, ist okay. Und jetzt sind die Nachbarn laut. Vielleicht hat sie auch davon Angst. Wisst ihr was? Ich habe gerade keine Lust, mich mit den lauten Nachbarn zu beschäftigen. Das heißt, ich werde die Folge einfach hier beenden. Und wir kümmern uns darum dann in der nächsten Folge. Ach so, fressen. Fressen hat sie aber. Naja, vielleicht, sie wohnt ja noch nicht so lange hier, weiß sie noch nicht, wo der Futternapf steht oder so. Das kann ja sein. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich beende die Folge hier. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!